eine leuchtende Kugel, so groß wie ein Pferd. Sie hat meinen Ururgroßvater in sich aufgenommen. Dann ist sie zerplatzt. Doch seitdem ist etwas mit ihm anders gewesen. Er lief nicht mehr wie ein normaler Mensch durch die Gegend. Er konnte fliegen. Als er dann mit meiner Ururgroßmama ein Kind bekam, da war es unverwundbar. Und seitdem hat jedes Mitglied dieser Familie eine magische Kraft. Jubelnd fiel ich meiner Mutter in die Arme. Ich bin nicht verrückt. Ich bin besonders. Das besonders betonte ich geheimnisvoll. In dieser Nacht schlief ich vor Freude gar nicht ein. Bitte sagen Sie, um was es geht. Zum Beispiel Tarif, Rechnung, Störung, SIM-Karte oder sagen Sie ein anderes Anliegen. Anrufweiterleitung. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Bitte sagen Sie Ihr Anliegen in einem Stichwort. Umzug. Die Wartezeit beträgt etwa 6 Minuten. Ja, grüß Gott, der spricht der Julian. Anna, eigentlich wollte ich dich anrufen, aber du bist jetzt nicht erreichbar. Ich kann jetzt nur eine kurze Nachricht hinterlassen, weil ich noch von einem Kundenservice zurückgerufen werde. Schönen guten Tag, was kann ich tun? Ich möchte, dass die, die Anrufe von dem Handy meiner Mama auf die Sprachbox weitergeleitet werden sollen. Aber... Also ich gebe Ihnen mal die Kundenhotline von O2. Die können Sie anrufen. Okay. Ich bin blind, ich kann... Wenn, dann müsste ich in Brailleschrift lesen. Wenn ich Ihnen die Zahl sage, die Nummer, können Sie das dann in irgendeiner Form, können Sie sich das dann hinterlegen? Vielleicht ausdrücken. Wenn Sie es mir diktieren, kann ich es mir im Kopf merken. Okay. 0? Ja. 89? 089, ja. 78? 78, ja. 79? 79, ja. Nochmal 79? Nochmal 79, okay. 400. 400. Bitte, ich tue sie nochmal. 089 78 79 79 400. Völlig in Ordnung, genau so ist richtig. Okay, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Okay, tschüss. 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 Doch dann war es plötzlich wieder still. Nichts. Wo können wir sonst noch hin? Alles voller Klee. Nein. Hier ist ja überall ganz frei. Sag mal. Oh. Die Spuren sind doch so bunt. Da! Es tut mich hören. An einer besonders schönen Stelle. Ein Hummelschrei und so rammt plötzlich los. Ich heiße Lea und bin eine Lerche.
Ich dagegen bin Svetlana und ich heiße Svetlana und bin ein Einhorn. Ich habe mich kurz versprochen. Ich bin das Einhorn des Lichts, verstehst du? Deswegen heiße ich auch Svetlana. Guck mal, wenn ich das Licht jetzt anmache. Dann ist er ja auch wie in dem hellen Licht. So stelle ich mir Gott vor. Siehst du? Seht ihr, was ich meine? Lea! Flieg bitte morgen, übermorgen und heute herum und verbreite diese Nachricht. Mach ich! Hey, gleich. Sie ist wie auch eine Geschichte, aber weil die so schöne Geräusche macht, da ist sie auch ein bisschen echt, finde ich. Sie ist aus einer Geschichte. Aber die Geräusche sind einfach schön. Und ich glaube, ich verstehe auch Lerchen. Schreibst du denn? Kannst du doch am Schluss lesen. Am Schluss sollst du das lesen. Telefon schreibt man groß. Du sollst es am Schluss lesen. Wie vielen Leuten hast du jetzt Katajuna Ranich beigebracht? Dem Michel. Und? Sonst noch niemandem. Also können nur zwei Leute Katajuna Ranich. Ja. Noch. Findest du, das sollten mehr Leute kennen oder wird sonst keine richtige Geheimsprache mehr? Ich finde, ein paar mehr könnten es noch kennen. Wer zum Beispiel? Du. Und? Johanna. Und? Isabel. Und? Das reicht dann. Okay. Eine kleine Vereinigung. Es gibt vorprogrammierte Wörter, zum Beispiel Ribi. Und was heißt zum Beispiel Ribi? Nein! Und Jojo heißt ja. Schreibst du dann auch WhatsApp auf Katajuma Ranich oder nicht? An die, die es wollen, kann ich das tun. Okay. Soll ich an dich? Nein. Ich kann dir ja die deutsche Übersetzung dann schreiben, dann lernst du es ein bisschen. Hat keine Logik. Dann kann man sie auch nicht verständigen. Wenn man irgendwas Wörter sagen kann, was man will. Ich finde einfach Wörter. Wörter. Ein Mojada. Ein Aura. Alla. No. No, Jonna. Ribi. Kannst du mich nächstes Mal an was erinnern, wenn wir hier hochkommen? Na, an was denn? Eine Sonnenbrille mitzunehmen. Schneller Part. Weil das ist echt cool hier. Vor allem, dass du nicht antrittst, dich halt nett. Aber die Sonne nervt halt voll, ne? Dave, fahr es rum. Hallo? Ja, weißt du, was passiert, wenn man den Knopf unterm Auflegknopf und einmal die lange Tasten nach unten macht? Dann macht es schon Bindung heil. Lustig! Ja. Ja, eindeutig. Und deine Stimme klingt jetzt so gut wie neu. Quirin, habt ihr jetzt ein neues Telefon? Ja, Gott, wenn das kaputt gegangen wäre, hättet ihr euch noch ein neues Telefon kaufen müssen. Das wäre nicht kaputt gegangen, sondern da,
Da könnten dann der Deckel abfallen und die Akkus fallen dann raus. Das macht kein Echo. Und hier sitzen Lerchen manchmal drauf. Bevor ich jetzt zum Beispiel das Lerchenkind wäre. Und du bist die Lerchenmutter. Setz dich mal hier drauf, dann sehen wir aus wie in einer Lerchenfamilie. Oh, Maike. Ich dachte, wir finden die Schule der Lerchen. Die Schule der Lerchen? Mhm. Wo man was über Lerchen lernt. Das ist eine Schule, in der man nur über Lerchen lernt? Ja. Kennst du das, deine Lieblingsschule? Ich will in einer Realschule. In der Realschule gibt es doch auch. Ja, stimmt. Da lernt man, also da redet man nur über das Reale und geht nicht mehr in die Fantasie. Und würdest du lieber nicht in die Fantasie gehen? Ja, die Frau Hüse findet das blöd. Und wie findest du es? Na, ich will eine Realschule. Thema Lerche. Ist ja. Die Lea schon wieder trocken? Könnten wir dann nach dem Abendbrot mal gucken. Lea will nämlich wieder zu mir ins Bett. Aha, und ich habe das Brot hingelegt. Und eventuell, wenn wir uns Sachkunde machen. Möchtest du noch mehr haben von dem Reis, Curry? Nee. Hast du von meiner Lerche gehört, die mit dir gesprochen hat? Nein. Dann ist es ja doch alles Lüge, was ich mit der Lea erzähle. Nein, das kann ja sein, dass du die hörst. Ich habe ja dir auch erzählt, dass ich meinen Hamster und meinen Hasen hören konnte. Sie erzählt mir viel von Sachkunde. Aha, weil sie sich da wohl gut auskennt. Dass sie gerne im Sachkundeunterricht mit sein will. Aber das würde die Frau Böttcher bestimmt nicht erlauben. Bei der Ela ist es ja kein Problem. Die setzt sich dann friedlich aufs Fensterbrett. Ela die Eule? Ela die Eule. Mhm. Aber die Lerche. Die Lerche ist wohl so ein bisschen wild. Lea, die Lerche, ja. Die ist nicht so eine ruhige Zeitgenössin, oder? Mhm. Auch wenn die noch so Kind ist. Die Musik ist übrigens wieder von vorne losgegangen. Übrigens, die klingt, wenn man beim zweiten Mal woanders hingeleitet wird, anders. Und das klingt auch lustig, oder? Ja, leise. Bisher geht zwar immer noch niemand dran, aber es macht nichts. Ich habe jetzt eine Frage. Diese Rufnummer ist keine Telekom-Handynummer. Hä? Komisch. Komisch, aber das ist die Rufnummer von meiner Mama, ehrlich. Echt komisch. 0176805961. Ja, ehrlich. Dann ist sie wahrscheinlich bei einem anderen Anbieter mit dieser Handynummer. Wahrscheinlich. Nein. Warte kurz.
Bist du bereit? Ja. Ich auch. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ihre Verbindung wird gehalten. Sanft. Ihre Verbindung wird gehalten. Ihre Verbindung wird gehalten. Meine Hände sind kalt. Mann, meine auch. Ich hab wirklich ein Video. Voice-over an. Ich stellte mir die Geschichte so genau vor, dass ich die Bilder im Kopf sehen konnte. Die Geschichte klingt vielleicht nicht sehr real, aber sie ist wirklich passiert.